Hundeflöhe bekämpfen. Natürliches Mittel, das auch beim Flohbefall der Katze hilft. Kein schöner Gedanke, aber es kann passieren, dass du merkst, dass sich Flöhe in der Wohnung breit machen und du merkst, dass dein Hund oder deine Katze auch davon befallen sind. Du willst aber keine chemische Keule anwenden, um den Tieren nicht zu schaden. Es gibt eine einfache und natürliche Möglichkeit, deinem kleinen Freund zu helfen und den Flohbefall bei Hund oder Katze zu stoppen. Es sind aber nicht nur die Flöhe auf den Tieren, auch werden sich in der unmittelbaren Umgebung Eier und Larven verstecken, die natürlich auch entfernt werden müssen, um dieses Problem endgültig zu beseitigen. Auch dafür gibt es einfache, natürliche Mittel, das zu beheben. Welche Maßnahmen bzw. Mittel gegen Flöhe in der Wohnung helfen? Erst einmal müssen alle Tierdecken und Kissen gereinigt werden. Am besten in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen. Nur so wird gewährleistet, dass Flöhe und auch Eier und Larven absterben. Sind diese nicht für eine solche hohe Temperatur in der Waschmaschine geeignet, kannst du sie auch im Trockner bei Heißluft für ca. 15 bis 20 Minuten durchtrocknen. Auch das eliminiert die ungewünschten Plagegeister. Dann muss das gesamte Haus gründlichst gesaugt werden, um wirklich alle Rückstände zu beseitigen. Am besten ist es, wenn du zum Beispiel Polstermöbel oder auch den Teppich vorher mit Backpulver bestreust und es gut einreibst mit einem Besen. Es sollte ruhig eine Stunde einwirken und kann dann abgesaugt werden. Dieses Pulver sorgt dafür, dass Floheier ausgetrocknet werden. Sorge dafür, dass das Tier in der Einwirkzeit nicht in die entsprechenden Räume geht, weil das Pulver in den Pfoten abgeleckt werden könnte, was zu Übelkeit führen kann. Nach dem Saugen sollte der Staubsaugerbeutel unbedingt entsorgt werden. Am besten ist es, den Beutel vorher in den Gefrierschrank zu legen und erst dann wegzuwerfen, um sicherzustellen, dass die Flöhe nicht wieder herauskrabbeln können. Wie stellst du aber ein wirksames Mittel gegen Flöhe als Direktanwendung auf dem Tier her? Du benötigst 200 ml Apfelessig, einen halben Teelöffel Meersalz, einen halben Teelöffel Backpulver, 2 bis 3 Esslöffel warmes Wasser. Zubereitung. Vermische den Apfelessig, das Salz und das Backpulver miteinander und gebe es in eine Sprühflasche. Als nächstes das warme Wasser hinzufügen und die Flasche gut schütteln. Nun kannst du diese Mischung vorsichtig auf das Fell aufsprühen und etwas einmassieren. Achte darauf, dass keine Stelle ausgelassen wird. Es ist ratsam, vorher einen Allergietest durchzuführen, denn auch wie beim Menschen kann das Tier allergisch reagieren, obwohl es sich hier um rein natürliche Mittel handelt. Du kannst diesen Vorgang täglich wiederholen und das Gute ist, dass dieses Mittel auch gegen Zecken wirkt. Unterstützen wirkt auch ein Flohkamm, mit dem du das Fell kämmen solltest. Die kleinen Zinken sind sehr fein und werden Rückstände aus dem Fell herausholen. Wenn du Flöhe effektiv bekämpfen willst, ist das oberste Gebot Sauberkeit. Du solltest täglich ruhig zweimal durchsaugen bzw. durchwischen und auch eine gute Belüftung in den Räumen ist hilfreich. Die Decken sollten ebenfalls einmal wöchentlich gewaschen werden bzw. in den Trockner gegeben werden, bis du merkst, dass der Flohbefall beendet ist. Das sind effektive Mittel gegen Flöhe bei Hunden und Katzen, die leicht anzuwenden sind. Wir möchten, dass es auch den Vierbeinern gut geht und mit diesen Anwendungen bleibt dein Liebling gesund und flohfrei. Hast du Interesse an weiteren natürlichen Heilmitteln für deinen vierbeinigen Liebling? Dann lass es uns doch einfach in den Kommentaren wissen. Bitte bleib gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort über die neuesten Tipps und Rezepte informiert wirst.